Der Außenseiter führt mit 2:2. Macht das klasse! Mann, ist das für Pokalschlag! Sandhausen schlägt den VfB Stuttgart. Die Situation ist perfekt! Das ist ja riesig! 1:0 für Bestenbergs Gold. Und es gibt die Verlängerung. Pokal, wie wir ihn lieben. 1, 2, 3, setz mal hey! Hey! Setz mal hoch! Hey. Liebe Leute, herzlich willkommen. DFB-Pokal-Halbfinale vom allerfeinsten. Hamburger Sportverein misst sich heute gegen FC Bayern München. So, meine Lieben, wir schießen sie ab, würde ich sagen. Bisher haben wir uns immer souverän durchgesetzt gegen Bayern, wenn es um was ging. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League zuletzt. Was er nicht vergessen ist, bei den Münchnern schon gar nicht. Das ist jetzt hier der letzte mögliche Pokal, den Bayern gewinnen kann. Ich denke mal, die werden alles nach vorne werfen, was sie haben. Das wird nicht leicht, die Aufgabe. Aber wir werden es schaffen, davon gehe ich aus, beziehungsweise das haben wir zuletzt gezeigt. Wir sind aber hier in der Bringschuld. Starker Pass von Schürrle auf Gomez. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier wirklich gut reinkommen und nicht den Schneid abkaufen lassen. Es gibt schon mal gleich Abseits von Mario Gomez. Bisher, also, man muss es festhalten, wir sind hier der Favorit. Für alle diejenigen, die zum ersten Mal einschalten und sich fragen, was ist denn das für kette Welt? Hamburg hat doch gerade vor kurzem 9:2 gegen Bayern verloren. Ja, aber nicht hier im FM13 Let's Play. Hier hat sich das Kräfteverhältnis in der deutschen Bundesliga gänzlich geändert. Jung ist geschlagen gegen Schürrle im 16-Meter-Raum. Schürrle gegen Adler, Schürrle, und Adler rettet und Hinteregger nochmal zurückgelegt. 1:0 für FC Bayern München durch den Superstar Toni Kroos. Also jetzt wird schwer. Oh, den haben sie doch schon fast gehabt. Den haben sie doch schon fast geklärt gehabt. Und dann legt er den Ball nochmal zurück in den Rückraum auf Toni Kroos. Wir liegen 1:0 hinten, obwohl wir der Favorit sind. Und das ist, glaube ich, auch zum ersten Mal, dass ich das gesagt habe im Vorfeld, dass wir die stärkere Mannschaft sind. Eieiei, also ich muss sofort reingehen. Ich muss mal gerade schauen. Ich habe das nämlich nicht eingestellt. Das müssen wir aber. Dass nämlich Jung Schürrle deckt. Ansonsten wird es doch richtig bitter, ne? Gar keine Frage. Also, Heidewitzka, wir liegen 1:0 hinten oder doch nicht? Traoré, Junge, nee, doch früher. Ah, Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Mit dem Ausgleich. Ich dachte, der Ball wäre aus. Nein, ist er nicht. Ausgleich. Oh, auch zart, wie er ihn aussteigen lässt. Und der aktuelle Superstar heißt nicht wie gewohnt Jorginho Wijnaldum. Nein, es ist Hakan Çalhanoğlu, der zurzeit einen überragenden Stiefel spielt. Der so stark. Oh, das ist Abseits. Nein, der hat es Abseits aufgehoben. Jung hat es Abseits aufgehoben, weil er in der Manndeckung bei Schürrle steht. Heißes Ding. Das war hauchzart, das war da. Müssen wir aufpassen. Wieder Jung, der das Abseits aufhebt. Schürrle, kein Abseits. Mensch, Jungs, aufpassen jetzt. Oh, 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 das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Beißt er. Traoré. Rüber auf Höger. Kommt schon, Jungs. Zeig mal was Schönes. Traoré. Toll gegen Toni Kroos. Rübergelegt auf Aogo. Dennis Aogo bringt den Ball nochmal in die Mitte. Auf Hakan Çalhanoğlu. Auf Traoré. Traoré auf Beister. Wow. Hat nicht viel gefehlt hier. Maxi Beister mit der Nummer 8. Toller Distanzschuss. Oder ja gut, so viel Distanz war da nicht mehr. Aber leider daneben. Etwas verfehlt. Es reicht nicht. Möglichkeit. Hier weiter geht's. Komm, wir müssen einfach Druck machen. Das Ding eigentlich hier vor den 90 Minuten entscheiden, idealerweise bereits jetzt schon in der ersten Halbzeit, wenn es nach hier geht. So, Wijnaldum verliert den Ball gegen Gustavo. Gomez, Can muss Müller hinterher. Gut gemacht von Emre Can, wieder Çalhanoğlu. Toller Pass auf Traoré, sieht sofort, Beister ist allein gelassen von Philipp Lahm. Can, super Pass auf Beister, in den Lauf. Beister bringt den Ball in die Mitte, aber da wird er abgefälscht von Bartstuber und Neuer hebt ihn auf. Es reicht nicht ganz, meine Lieben. Also ich bin nervös, ihr merkt schon, heute geht es wirklich um eine ganze Menge. Wijnaldum, rübergelegt auf Traoré kriegt den Ball noch irgendwie vorbeigeschafft. Çalhanoğlu bringt den Ball noch zum Beister. Irgendwie, nein, schafft es nicht. Schade, Riesending Nummer 3 oder 4, ich weiß nicht, im Angriff. Es sieht richtig gut aus. Gomez, kein Abseits, Gomez, Pfosten von Mario Gomez. Riesenschuss. Riesenmöglichkeit. Also, man muss sagen, heute bewegen sich beide Teams auf gleichem Niveau.
Und jetzt vielleicht Traoré nochmal am Barstube vorbei. Ja, wird gefoult. Und das ist die Möglichkeit für Hakan Çalhanoğlu, jetzt zu zeigen, was er kann. Çalhanoğlu, freie Stoßmöglichkeit. Çalhanoğlu. Ah, richtig gut. Jorginho Wijnaldum mit der Führung. 2:1. Ja. Richtig stark. 37. Minute, da haben wir es. Abgefälscht. Und dann ist er da, wo er sein muss. Wie immer. Wenn man ihn braucht. Oh, ist das herrlich, ist das herrlich. Und man muss an der Stelle jetzt sagen, wir sind ja kurz vor dem 30. Spieltag, kurz vor Ende der Bundesliga-Saison. Es gibt eine Möglichkeit, einen Jorginho Wijnaldum zu halten, und das würde heißen, wir gewinnen die Champions League. Dann kann man vielleicht so einen Megastürmer oder so einen Megaspieler halten. Ich möchte ihn ja, wie gesagt, nicht abgeben. Oh, Möglichkeit, Schöle. Ich darf jetzt nicht zu viel reden von Champions League, von Vertragsverlängerung, von irgendwelchen Sachen. Ich muss den Kopf hier wirklich in dieser Partie lassen, denn sie ist noch nicht entschieden. Alles andere als entschieden. Beister Traoré. Und da wollte er durchstecken mit dem Hackentrick auf den mitgelaufenen Jorginho Wijnaldum. Müller. Oh, stark gemacht. Hinterecker. Aogo. Da haben wir wieder Beister. Beister rüber auf Hakan Çalhanoğlu. Rüber auf Wijnaldum. Wijnaldum auf Traoré. Ist vorbei an Boateng. Nein, nicht gänzlich. Schafft es nicht ganz. Höger, Balleroberung. Toll, wieder auf Traoré. In der Mitte ist er gestartet. Hakan Çalhanoğlu, aber kommt Philipp Lahm. Kleiner Fauxpas von Philipp Lahm, dem Rechtsverteidiger. Das wäre beinahe noch hier richtig gefährlich geworden. Oder es war gefährlich natürlich für Manuel Neuer. Es steht 2:1 im DFB-Pokal-Halbfinale, meine Lieben. Oh, es wird richtig heiß. Es wird ein richtig geiles Spiel. Die zweiten 45 Minuten werden es absolut in sich haben. Davon gehe ich aus. Davon bin ich sogar eigentlich schon überzeugt. Jetzt versuchen wir ihn noch ein bisschen fit zu machen, hier den Maxi, damit das läuft. Wir können Wijnaldum loben. Ich würde ganz gerne auch Çalhanoğlu loben, wenn es denn die Note hergibt. Ansonsten haben wir hier noch motivieren. Aber auch Aogo. Ja, das passt. So, dann etwas massieren, gerade die Offensive. Traoré macht bis jetzt ja auch mal eine richtig gute Partie. Ist sehr auffällig heute, Lakina Traoré. Gefällt mir sehr gut. Halbzeitansprache ist, konzentriert euch. Und einfach gewinnen. Ich habe gesagt, unser Abwehrbollwerk wird halten. Ja, das wurde schon frühzeitig auf die Probe gestellt und geschlagen von Toni Kroos. Okay, meine Lieben, los geht's. Die zweiten 45 Minuten. Eine Einwechslung würde ich heute vielleicht nochmal bringen. Und zwar einen Raphael van der Vaart würde ich heute ganz gerne nochmal bringen. Einfach als Stabilität in den letzten paar Minuten die Jungs dann einfach diesen Sieg nach Hause fahren lassen. Müller gegen Aogo. Ist im 16 Meter Raum. Ausgleich. Und ich habe es geahnt. Du darfst sie nicht so frei spielen lassen. Das ist ihre einzige Chance, nochmal in irgendeinem Wettbewerb ein Wörtchen mitzureden. Die Bayern, sie sind zurück. Und zwar hier mit dem Ausgleich, weil Aogo etwas geträumt hat gegen Müller. Und dann war er frei. Ja gut, einen Mario Gomez zu verteidigen, das ist schwierig. Das ist absolute Königsdisziplin. Das schaffen die wenigsten Innenverteidiger. Schade. Beißt er. Jetzt müssen wir wieder in Führung gehen. Wird richtig schwer, wird richtig hart. Schauen wir doch mal, ob wir es hinkriegen. Wir müssen es hinkriegen. Traoré. Auf Beister. Auf Can Çalhanoğlu. Da ist Traoré mitgelaufen. Der spielt jetzt nur Wijnaldum, aber der Ball kommt nicht an von Traoré. Es reicht nicht ganz. Gomez. Müller. Aogo. Starke Balleroberung jetzt diesmal gegen den deutschen Nationalspieler. Traoré, gut gemacht, auf Hakan Çalhanoğlu, nochmal rübergelenkt auf Beister. Damit hat gar keiner gerechnet auf diesen Pass, aber Beister wusste ihn dann doch nicht zu verwerten, wollte nicht in den Zweikampf gehen, wollte nicht ins Dribbling gehen. Schade, gegen Philipp Lahm ist es natürlich auch schwierig. Oh, Möglichkeit, Gomez, kommt er da noch ran, der Ball ist immer noch heiß und nicht im Aus. Jetzt ist er im Aus, mit Abstoß für René Adler. 58 Minuten sind gespielt, meine Lieben. Das ist ein richtiges Finale, ein richtiges geiles Halbfinale. Oh, schade, starker Pass hier. Vom Flügel. Möglichkeit. Gomez. Da haben wir Çalhanoğlu. Balleroberung. Beister. Maxi Beister. Kommt wieder nicht vorbei. An Javi Martinez diesmal. Çalhanoğlu versucht er zu stören. Frühzeitig. Höger. Aufgeschlagen von Schöle. Der Ball geht runter und Çalhanoğlu wird gefoult hier von Toni Kroos, der sichtlich angefressen ist. Und hier erstmal unseren Topstar auf der Spielmacherposition umflext. So, Çalhanoğlu. Müller Kroos. Gut gemacht von Emre Can. Rüber. Ich wollte ja eigentlich auswechseln, aber ich habe gar keine Möglichkeit. Jetzt hier auf Traoré allein vor Manuel Neuer. Und da kann er noch ein Stückchen gehen, Junge. Warum gehst du nicht? Ich muss mal hier reingucken, dass ich die taktischen Anweisungen, die Zwischenrufe nochmal mitnehme. Wo war Vorstoß? Auf V. Alles klar. Also, Kier. Rüber, das ist Traoré.
auf Jorginho Wijnaldum. Can. Can auf Traoré. Traoré geht immer noch. Spiel nochmal ab. Vorstoß. Schieß. Oh, Riesending von Maxi Beister. Oh, das wäre es ja beinahe gewesen. Wahnsinn. Latte. Maxi Beister, jetzt aufpassen. Nicht in den Konter laufen. Oh, Gomez vorbei. An Hinterecker vorbei. Jung ist da und klärt. Can ist da und klärt. Jetzt kämpfen sie alle mit in der Defensive. Da ist Jorginho Wijnaldum im Dribbling. Kriegt den Ball sogar schön aufgelegt auf Emre Can. Das ist Maxi Beister, verliert im Dribbling gegen Bart Stuber. Und somit jetzt wieder die Bayern. Es geht hin und her von einem Strafraum in den nächsten. Und jetzt wird es richtig gefährlich. Emre Can nochmal rüber. Auf Beister. Kommt nicht durch. Müller. Aogo versucht jetzt früh zu stören. Jetzt ist auch die Ordnung etwas aufgehoben. Nicht mehr ganz so souverän wie vorher. Die taktische Zuordnung stimmt nicht mehr ganz. Jetzt geht es irgendwie alles nach vorne. Hakan Çalhanoğlu nochmal rüber auf Lakina Traoré. Der sieht, dass Beister ein bisschen mehr Platz hat als Jorginho Wijnaldum auf einer anderen Hälfte. Çalhanoğlu nochmal rübergelegt, aber er kommt nicht durch. Der Ball wieder erneut vom sehr, sehr auffällig und sehr, sehr starken Holger Badstuber geklärt. Thomas Müller auf rechts verliert den Ball. Den Zweikampf. Wir wechseln auch nochmal aus, bringen jetzt nochmal den einen oder anderen Fitten. Traoré geht raus, hat ein gut super Spiel gemacht, aber wir brauchen was Fittes, wir brauchen was Schnelles, wir brauchen was Geiles, was Bock hat. Holpi kommt rein, überraschenderweise war lang schon nicht mehr im Spiel. Mal gucken, wie er das hier auffüllt, die Linksaußenposition. Ist von der Stärke nicht ganz so gut wie Beister, aber ich denke mal, seine Qualität spricht für sich. Höger, etwas unauffällig, da bringen wir jetzt den erfahrenen und soliden Raphael van der Vaart. Und nun heißt es einfach Daumen drücken und schauen, dass wir hier noch am besten vor der Verlängerung den entscheidenden Pass spielen, das entscheidende Tor erzielen, um dann letztendlich uns hier für das DFB-Pokalfinale erstmalig zu qualifizieren. Es steht alles auf Sieg jetzt. Also alles andere ist jetzt fraglich. Schauen wir mal. Raphael van der Vaart mit der Nummer 23 kommt rein. Es kommt aber auch noch Nikica Jelavic kommt auch noch rein. Hier wird über auf allen Seiten ausgewechselt. Bei München, bei uns. Also wir kommen gar nicht zum Einwurf. Jetzt geht's los. Aogo. Jetzt haben wir uns eine Menge vorgenommen. Können wir das einlösen? Das Ticket, was wir fast schon gezogen haben. Das ist Jelavic vorbei an Wolscheid. Jelavic nochmal rüber auf Wijnaldum. Und den macht er normalerweise so häufig. Ah, Jorginho Wijnaldum. Das war ein Riesending hier, um vor der Nachspielzeit das Ding festzumachen. Und bisher haben wir uns in Verlängerungen nicht so souverän geschlagen. Geht's hier in die Verlängerung? Ribéry, Franck Ribéry, der frisch reingekommen ist. Da haben wir nochmal Wijnaldum im Dribbling vorbei an Wolscheid. Jelavic verliert den Ball und jetzt müsste er eigentlich abpfeifen. Tut er auch. Wir gehen in die Nachspielzeit, meine Lieben. Es wird richtig heikel. Das wird ja gesagt, Mensch, Bergi, wenn so ein Spiel nicht vorher entschieden ist, mach doch einfach nochmal einen schwarzen Screen hinten dran. Muss ich gar nicht. Wir können jetzt hier weitermachen und gehen sofort in die, ja, in jeweils 2x15 Minuten. Also, was können wir jetzt noch reißen? Wir haben ja alles ausgerufen. Wir haben ja alle Register gezogen. Aber es ist auch klar, ich meine, das ist die letzte Möglichkeit. Man darf Bayern nie abschreiben. Wir waren auch streckenweise stärker. Wir haben ja sogar die Führung gehabt. Erst hatte München die Führung, dann haben wir sie uns erobert. Dann kam es zum Ausgleich. Jetzt geht's wirklich los. Um die Wurst. Wer macht vielleicht sogar schon in der Verlängerung alles klar? Can. Jelavic, nochmal rüber auf Jorginho Wijnaldum. Jelavic, das ist Holpi. Versucht im Dribbling gegen Bartstuber, schafft es nicht ganz. Can, Vorsicht. Mandzukic, nochmal zurückgelegt auf Luis Gustavo. Langer, weiter Ball auf Mandzukic. Das macht er richtig stark. Jung kommt gar nicht hinterher. Nochmal rübergelenkt in die Mitte. Franck Ribéry kommt auch nicht ran. Das ist aber Aogo, der ist ein Ticken schneller. Aufgeweckter und holt sich den Ball. Simon Kjær, lieber ruhig aufbauen. Nochmal vielleicht versuchen, etwas taktische Ordnung reinzukriegen. Konzentration ist das A und O jetzt in diesem Falle. Tor von Maxi Beister in der 97. Minute. Richtig stark. Vorlage Nikica Jelavic aus dem Halbfeld. Und dann hat er die Ruhe. Er hält sie auf und macht es. Das 3:2 gegen FC Bayern München. Jetzt heißt es irgendwie versuchen, die taktische Ordnung ein bisschen aufzuräumen. Ich rede hier von taktischer Ordnung. Hier ist ja alles durcheinander. Jetzt wird ja nur noch Fußball gespielt. Da kannst du noch so viel vorher einstellen und quatschen und tun und machen. Jetzt geht es einfach um die Wurst. Und wir versuchen alles, um jetzt kein Gegentor mehr zu kriegen. Das wirklich jetzt hier festzumachen. Ach Gott, ich will ja nicht anfangen, jetzt die Mannschaft auseinanderzunehmen. Das ist ja Blödsinn. Aber wir wollen versuchen, was wollen wir eigentlich? Wir wollen gewinnen. Ich würde aber sagen, komm, wir tun mal Holpi hier hin, oder? Und hat er nur eine 73.
Ja, komm, wir tun es ein bisschen zurücknehmen. Nee, den kannst du gar nicht zurücknehmen. So machen wir es. Auf geht's. Los, kommt Jungs. 98 Minute, Mandzukic gegen Jung. Stark gemacht. Ach, ich muss nochmal Anweisungen geben vielleicht. Zeitspiel. Auf jeden Fall. Teamvergleich. Jung schnappt sich jetzt Mandzukic. Aogo schnappt sich Ribéry. Van der Vaart schnappt sich Gomez und Chan schnappt sich Toni Kroos. Und dann ist alles klar. Hoffe ich mal. So, meine Lieben, los geht's. Einmal beten. Schaffen wir es ins Finale. Fahren wir nach Berlin. Çalhanoğlu, Zusammenspiel da. Ein bisschen jetzt der Ballverlust oder ein bisschen Tohuwabohu in der Zentrale. Vorsicht, Toni Kroos. Weiter Ball auf Mario Gomez und der kriegt den. Van der Vaart kommt gar nicht hinterher. Hinter den deutschen Nationalspieler. Van der Vaart! Richtig starke Aktion. Die Balleroberung gegen Mario Gomez. Jelavic, nochmal langer Ball auf Luis Holtby, aber der kommt da auch nicht ran. Franck Ribéry. Vorsicht, Aogo, lass ihn nicht ausspielen. Das ist Martinez. Gustavo, Çalhanoğlu, Balleroberung, Jorginho Wijnaldum jetzt. Toller Pass, wenn er rankommt. Kommt er, das ist Jelavic. Rüber auf Jorginho Wijnaldum. Bring ihn einfach in die Mitte, Jorginho. Auf irgendwen und dann schießt doch einfach irgendjemand. Schade, es reicht nicht. Es war eine Riesenmöglichkeit, die man vielleicht hätte sogar zu einem 4:2 bringen müssen. Es wird nochmal heiß. Seitdem man das Golden Goal abgeschafft hat, wird es nochmal richtig gefährlich. Also, wir gehen in die zweiten 15 Minuten der Verlängerung und wir dürfen weiter beten. Wie läuft es? Ich denke mal, ihr steht genauso wie ich schon mitten in der Bude oder ihr sitzt vorm Handy, habt einen Kopfhörer am Handy und denkt sich so, was ist mit dem los, der Bergi? Der dreht ja vollkommen durch. Alter, das ist nur ein Spiel, aber es ist ein geiles Spiel und das macht es ja so überragend. Jorginho, Wijnaldum, toll, auf Jelavic, in der Mitte ist auch ein bisschen Platz. Er kommt nicht durch, doch, er kann den Ball behaupten. Jelavic von hinten, Çalhanoğlu, der da ebenfalls kämpft im Zweikampf. Vorsicht! Kontermöglichkeit für die Bayern. Hinteregger scheint geschlagen. Jung kommt nicht hinter Mandzukic hinterher. Der ist jetzt alleine auf dem linken Flügel. Und das ist Emre Can, der da klärt. Lahm gegen... Oh, wer war das denn? Ich habe gar nicht schnell gesehen. Jetzt nochmal die Kontermöglichkeit für uns. Komm schon, Holtby, hol dir den Ball. Er wird gefoult von Bartstuber. Der Schiri sagt, alles fair. Kein Foul. Und nochmal kommen die Bayern über Lahm. Das ist Toni Kroos. Jetzt gibt es wirklich einen Sturmlauf hier. Überzahlsituation. Toni Kroos! Oh, Riesending! Stark gemacht! Da hat er seine Weltklasse aufblitzen lassen und da hat nicht viel gefehlt. Und René Adler wäre geschlagen gewesen. Simon Kjær bringt den Ball auf die andere Seite zu Holtby, aber der kommt da gar nicht ran. Ist ja halb so wild. Bring den Ball einfach weg. Zeitspiel. 4 Minuten sind es noch. 4 Minuten überstehen. Schaffen wir das? Javi Martinez... Auf Ribéry, Aogo, Balleroberung. Stark und jetzt nochmal in die Offensive vielleicht. Jelavic, leichtfertiger Ballverlust. Und wieder Ribéry. Diesmal ist er vorbei an Aogo. Da hinten kommt aber Can. Emre Can und klärt. Jetzt könnt ihr den Ball ruhig halten. Ihr braucht ihn nicht immer wegschießen. Nimm den Ball doch einfach an. 1 Minute Nachspielzeit in der Verlängerung. Nochmal Toni Kroos Richtung Offensive. Jung. Nochmal zurück. Schlusspfiff vorbei. Wir stehen im Finale. Berlin. Wir fahren nach Berlin, liebe Leute. Der Hamburger SV schlägt 3:2 den FC Bayern München und hier freut sich Lahm. Ja, vielleicht wechselt er noch zu uns. Schauen wir mal. Also, meine Lieben, das ist der Wahnsinn. Ich bedanke mich fürs Einschalten und es liegen die Nerven mal wieder blank. Was für eine geile Sache. Mir macht es immer wieder Spaß und bis gleich im Nachbericht. Ist das geil?